Hallo liebe Top-Familie und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal der großen und letzten Folge von Staffel 8 von My Little Pony. Klein Twilight ist hier mit am Start. Wir gucken die letzte Folge und ich bin echt schockiert. Sehr viele Ungereimtheiten gab es schon im ersten Teil. Falls ihr den Teil noch nicht gesehen habt, checkt sie unbedingt aus, denn wie hier steht, Previously on My Little Pony, das ist Teil 2 des großen Finales mit dem Titel Die verschwundene Magie, Teil 2. Das ist die letzte Folge hier der 8. Staffel My Little Pony. Auf jeden Fall hier auch nochmal der Hinweis, schreibt mir bitte gerne nochmal so Specials und Reihenfolge von allem rein, wie es weitergeht. Jetzt am Montag kommt Episodenranking. Dann nehmen wir hier Teil 1 und 2 jetzt vom Finale ja natürlich als 1 ja mit auf. Also so gesehen als eine Folge, das will ich damit sagen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin schockiert, ich bin aber auch verwirrt und ich bin gespannt, wie die Staffel endet. Von daher, meine Lieben, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und da würde ich sagen, starten wir rein. Was bisher geschah? Die Magie scheint überall in Equestria zu verschwinden. Haben wir im Unterricht nicht mal was von einem Wesen gehört, das Magie auffrisst? Dem sollte jemand nachgehen. Und sie sagt das ja sogar noch. Ich dachte, Starlight Glimmer soll Twilights Vertretung sein. Wird Equestria angegriffen, müssen alle Ponys zusammenhalten. Ich brauche den Schönheitsflecken-Club. Was? Meine Freunde sind in Schwierigkeiten. Es scheint, als würde der Plan meines Schützlings doch funktionieren. Meine Schützlings. Ach du Scheiße. Meine Lieben, Prost. Ein letztes Mal in dieser Staffel Prost. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Liebe und freundlich zueinander sein und obendrein gibt Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Friendship is magic. Magic. Dann steckt Cozy Glow hinter allem? Ich bin ja normalerweise kein Fan von Ponys, aber ihre Idee, euch Magie abzuzapfen und euch alle 6 einzusperren, war inspirierend. wir sind aber 7. Wären wir bloß nicht gegangen. Aber Starlight leitet die Schule. Sie wird Cozy Glow garantiert aufhalten können. Wie denn? Cozy Glow hat euch 6 überlistet. Da bezweifle ich, dass Starlight eine Chance hat. Wir müssen hier rauskommen. Unsere Schüler kommen gegen Cozy nicht allein an. Tja, dann schätze ich, werden wir uns wohl einen Weg hier raussprengen müssen. Au. Hat wohl nicht funktioniert. Mit Gewalt lässt sich nun mal nicht alles lösen. Wir können hier nur mit Magie entkommen. Ja, aber ihr habt keine. Auch ohne Magie fliehen, durch einen Geheimknopf oder einen Geheimhebel. Oder vielleicht einen geheimen Verehrer, der sagt, dein Geheimnis ist bei mir sicher, denn ich habe es nach Tartarus gebracht und habe den Schlüssel. Nein, ich fürchte nicht. Die mächtigsten Schurken und Monster aller Zeiten sind hier gefangen. Und wir sind es ohne Magie ebenfalls. Es sei denn... Die helfen. Die Kreaturen verlieren zwar ihre magischen Kräfte, aber ihre Magie macht sie zu dem, was sie sind. Und vielleicht können wir uns die borgen. Entschuldigen Sie, Kanzler Naysay? Boah. Du kannst dich ruhig daran gewöhnen, Naysay. Naysay zu nennen. Ich werde wohl eine ganze Weile bleiben. Hui, es ist wirklich erleichternd, wenn hier jemand das Sagen hat. Vor allem bei dieser Magiekrise. Und wir sind Ihnen alle so dankbar, dass Sie sich auch um diese Nicht-Ponys kümmern. Aber braucht der BVE sie denn nicht auch? Was der BVE braucht, ist ein Pony, das die Schule vor den Gefahren an Equestrias Grenze schützt. Und nicht irgendwo auf Abenteuerreise geht. Twilight ist nicht einfach davon galoppiert. Sie hat mir die Leitung überlassen. Ich bin sowas wie ihr rechter Huf. Ein weiterer Punkt auf der langen Liste an Fehlern, die Prinzessin der Freundschaft gemacht hat. Sei dir sicher, ab jetzt wird diese Schule strengstens nach den BVE-Richtlinien geführt. So hätte es immer sein sollen. Nun, das klingt einfach perfekt. Sie verflucht dich. Schulleiter Naysay. Boah. Cozy Glow hat all das getan? Wie? Warum? Keine Ahnung, aber los, komm.
müssen Starlight da rausholen, bevor Cozy zurückkommt. Wartet! Ja. Aber wenn das so ist, sind Twilight und die anderen umsonst in Tartarus. Und wenn all die Magie von Equestria dort hineingesaugt wird, werden sie es auch nicht mehr zurückschaffen. Wir brauchen Hilfe. Aber Starlight ist hier gefangen. Und wir haben keine Möglichkeit, Celestia oder ein Haus zu kommen. Ich überlege auch schon. Wir sind wohl ganz auf uns gestellt. Trixie? Discord? Ist verschlossen, ha? Wir müssen irgendwie hier rauskommen. Wieso? Wenn Sandba uns verraten hat, haben das wahrscheinlich auch all die anderen Ponys. Sandba hat das nur gemacht, um rauszukommen. Das wissen wir. Was ist Theorie? Wenn Sandba und der Schönheitsfleckenclub es schafft, die zu befreien. Und, wie wir wissen, braucht man ja 6 Freunde. 6 Freunde. Die Magie der Freundschaft. Was ist, wenn die 6 vorübergehend diese Magie aufsaugen? Von da unten und die Magien sich aufnehmen. Ginge das? Ich weiß es nicht. Sandba uns nicht verraten. Sandba, unser Freund. Ja. Hast du verpasst, dass er gesagt hat, er will nichts mehr mit uns zu tun haben? Vielleicht hat er das nur gesagt, damit einer von uns draußen herumschnüffeln kann und herausfindet, was los ist. Ich weiß nicht. Das klingt viel zu clever, als dass ein Pony darauf kommt. Wir alle sind es. Ja, außer Cozy Glow. Sie ist nicht das Pony, für das wir sie hielten. Sie saugt die ganze Magie aus Equestria. Was? Ja. Wir erklären es unterwegs. Aber jetzt kommt, wir besuchen Kanzler Naysay. Ich weiß, er mag keine Nicht-Ponys, aber wenn wir ihm alles erzählen, wird er helfen. Das glaube ich nicht. Ich verstehe, dass ihr wegen der Magieproblematik besorgt seid. Aber ich kann euch versichern, dass diese Institution trotz der Abwesenheit der Schulleiterin sicher ist. Als euer neuer Schuldirektor möchte ich euch zunächst mitteilen, dass die Herrschaft von Prinzessin Twilight zu Ende ist. Von jetzt an hält sich diese Schule an die BVE-Regeln, wie es von Anfang an hätte sein sollen. Danke, Kanzler Naysay, das war mitreißend. Ich weiß, dass Sie ein Pony sind, das weiß, was es sagt. Dieser Turm bei Cozy Glow. Der Turm. Steht dieser Turm für Tartarus? Für den Ort? Jetzt einfach nur so überlegt, war sie da vielleicht auch eingesperrt? Nee, Wie haben die sich kennengelernt? Weil sie ist ja der Schützling, wie das jetzt ja heißt. Ich hoffe, da wird drauf eingegangen. Und wenn Sie sagen, dass diese Schule nun den BVE-Regeln unterliegt, weiß ich, dass Sie es auch ernst meinen. Und wenn Sie sagen, dass hier keine Lektionen der Prinzessin der Freundschaft mehr unterrichtet werden, meinen Sie das sicher auch so. Nein, das ist nicht ganz aber richtig. Twilight hat beschlossen, die Schule nicht nach den BVE-Regeln zu leiten. Und obwohl sie aufhalten wollten, haben Prinzessin Celestia und Luna sie bei ihrem Vorhaben unterstützt. Naja, also ich würde nicht sagen. Und da sie genau zu wissen scheinen, was sie sagen. Oder steht das für Taktik? Ich würde eher an die Schüler richten. Haben wir etwa vor dem Pony, das schon mal versucht hat, Twilights Schule zu zerstören, noch einmal eine Chance zu geben? Tja, dann wird diese Schule wohl so bleiben, wie Twilight es gewollt hat. Was ebenfalls beinhaltet, dass ich ihr das Sagen habe. Ach, jetzt auf einmal ist er ganz anders, okay. Dieser Naysay. Wir brauchen wahrscheinlich einen neuen Plan. Oh, diese Cozy Glow. Oh, nicht so fest. Wir wollen ihm doch nicht wehtun. Wenn Twilight zurück ist, weiß sie, was zu tun ist. Geht alle zurück in den Unterricht. Wir haben unsere Freundschaftslektionen schon zu lange stören lassen. Wieso tust du das alles? Ich dachte, du wolltest, dass ein Pony das Sagen über die Schule hat. Oh ja, natürlich. Ich hatte dabei nur nicht an sie gedacht. Sondern an mich. Ich kann
kann doch nicht den BVE die Schule leiten lassen, wenn ich sie selbst leiten kann. Natürlich ist das nur der Anfang. Wissen Sie, wenn es nur eines gibt, das ich gelernt habe, dann dass Freundschaft die allermächtigste Kraft ist, die existiert. Und bin ich Schulleiterin der Schule der Freundschaft, wird es kein Pony geben, das mehr Freunde hat als ich. Und das macht mich dann ganz ohne Zweifel zum mächtigsten Pony in ganz Equestria. Hey, Cozy Glow, was ist so lustig? Freust du dich einfach, die Schule zu leiten? Oh, ich halte doch nur Twilights Stuhl warm. Dennoch ist das ziemlich beeindruckend. Können wir dir vielleicht auch helfen? Wir können noch den ganzen Tag mit dir verbringen, wenn du möchtest. Ja, also, es gibt da etwas, wobei ich Hilfe brauche. Okay. Ja, die müssen ablenken. Oh, wundervoll. Ihr kommt wahrscheinlich, um euch an meinem Elend zu ergötzen. Nein. Eigentlich kommen wir, um sie zu befreien und um alle Ketten zu lösen. Wieso denn? Böses Pony hat noch böseres Pony getroffen. Deshalb böses Pony nicht mehr ganz so böse. Schließt mal die Tür. Und außerdem würden wir gerne Cozy aufhalten, bevor sie alle Magie aus Equestria gesaugt hat. Also steckt sie dahinter. Ja. Ich muss sofort zu Celestia und Luna. Wie? Ohne Magie wird es ewig dauern, sie aufzusuchen. Wir Einhörner haben vielleicht unsere Fähigkeit verloren zu zaubern, aber die mächtigste Magie von Equestria findet sich immer noch in unseren Relikten. Das BVE-Medaillon erlaubt mir, durch Equestria zu reisen. Für euch hat seine Magie noch gereicht. Vielleicht reicht sie auch noch, um mich zu den Prinzessinnen zu schicken. Ich hoffe, er schafft es. Ich hoffe, ich auch. Nicht zurück, um uns wieder einzusperren. Das hoffe ich auch. Zurückkommt. Alles wird schon irgendwie gut. Twilight und die anderen sind bestimmt schon wieder auf dem Rückweg. Das Team ist mir viel zu gut gelaunt. Dafür, wie die Situation ist. Ja, dass Cerberus noch Magie hat. Clarissa, das Schwein, hat zwei Schwänze. Und auch wenn sie wunderschön singt, ist ihre Stimme garantiert nicht magisch. Wir müssen alles versuchen, wenn wir hier rauskommen wollen. Och, ich weiß nicht. In Tartarus ist es nicht so schlecht. Ich könnte noch ein gutes Weilchen hier bleiben. Vielleicht nicht die Ewigkeit. Aber eine Ewigkeit wird es sein, wenn mein Schützling all meine Anweisungen befolgt. Wird bei Sonnenuntergang heute Abend der letzte Überrest der Magie dieses Landes für alle Zeit im Äther verschwinden. Hast du mal darüber nachgedacht, was der Verlust von Magie bedeutet? Es bedeutet, ihr sechs seid auch hier eingesperrt. So wie ich. Wir sind sieben. Ja, richtig. Du bist hier eingesperrt. Auf ewig. Mit uns. Ah, so habe ich das noch gar nicht gesagt. Also, was sollen wir tun, Twilight? Dash und Applejack haben Cerberus schon fast ermüdet. Wenn Rarity noch mithilft, bringen wir ihn sicher dazu, lange genug stillzusitzen, damit ich etwas versuchen kann. Bestimmt werden uns die anderen Monster auch helfen. Übrigens würde ich sie normalerweise nicht Monster nennen. Was ist mit T-Rex? Er müsste auch noch Magie besitzen, oder? Überlass mir, T-Rex. Mach... Okay, meine Lieben. Wir zeigen Equestria, dass ihr keine Monster seid, sondern wundervolle, mystische Kreaturen. Hey! Du hast zwar heute nicht Geburtstag, trotzdem feiern wir ein Fest. Wir singen und tanzen von 1 bis 10 und wollen es gleich nochmal durchgehen. Mehr Tee, Prinzessin Puddingstein? Oh, da würde ich doch nie Nein sagen. Ich könnte das eine Ewigkeit lang. Das könnte sie. Na schön, ich werde euch helfen. Hör bitte auf damit! T-Rex, mach mit! Wie aufregend, dass Fohlen in unserem Alter die Schule leitet. Wir sollten jeden Tag ein Eiscreme-Treffen machen. Eine ganz hervorragende Idee, Applebloom. Aber um ehrlich zu sein, brauche ich die meiste Hilfe beim Putzen. Sag nichts weiter. Führ uns einfach überall herum und zeig uns alles, was du sauber halten möchtest. Nun, eigentlich könnt ihr hier drinnen anfangen. Sie weiß es. Aber hier sieht es doch schon sauber aus. Meint ihr drei etwa, ihr könnt mich reinlegen? Ich erkenne Ablenkungsmanöver. Scheiße. Wieso führen uns Pony hier runter? Weil wir leider nicht allein gegen Cozy ankommen. Aber wir können auch nicht nur auf Hilfe warten. Also, hier ist eine Gefangene, die wir befreien müssen. Oh, das ist Starlight. Ist
Was ist, wenn jeder von denen jetzt gleich ein Relikt nimmt? Was ist dann? Könnten die sechs nicht die Magie dann aufsaugen? Das wäre so Premium. Weil das sind ja auch Freunde. Wir brauchen eine Magie der Freundschaft. Boah, das wäre so geil, wenn die sechs hier die Helden wären. Doch. Sie kann von dort aus nicht reden. Ihr dürft. Müssen sie da irgendwie rausholen. Ihr könnt. Ja, jeder hat da von euch was. Hey, das ist wie Kapitel 12 in Kantagos Fakten und Relikte aus Twilights Unterricht. Was? Ich hab gelernt. Wir schreiben doch bald Klausuren. Ja, richtig. Ich erinnere mich auch. Ja. Sie hat die Relikte verbunden. Sie gleichen einem mystischen Magneten, der die gesamte Magie von Equestria in die Kugel zieht. Mhm. Also können wir ihn abschalten, indem wir eines davon rausziehen, oder? Schon. Aber dann würde eine magische Rückkopplungsschleife entstehen, die die ganze Schule zerstört. Die Schule der Freundschaft zerstört? Oh je. Kanzler Naysay hat mit vielen Dingen falsch gelegen. Aber ich denke, er hat recht, was euch betrifft. Oh, Scheiße. In Ordnung. Sind alle Ponys bereit? Sechs? Gut. Wie lange soll das denn noch gehen? Was auch nötig ist. Bitte mach weiter! Das ist ein Stichwort. Böser Zentaur, du! Das ist es! Ich glaube, es funktioniert! Komm! Aber ihr dürft die Bösen nicht rauslassen! Muss auch. Boah. Yay, Twilight hat es geschafft. Wo ist Spike? Ohne eure Hilfe nicht gelungen. Sind wir noch rechtzeitig? Wo ist Spike? Nein. War er da? Tyrek, ja. Ich hab gesagt, bei Sonnenuntergang wäre alle Magie verschwunden. Ohne Magie werden wir es nicht rechtzeitig zur Schule zurückschaffen. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, wir haben versagt. Nee. Hoff und glaube ich nicht. Nach allem, was Twilight für euch getan hat. Wieso habt jetzt geplant, ihre Schule zu zerstören? Wollen wir doch gar nicht. Du bist es, die mit diesen Relikten aus ganz Equestria Magie abzapft. Ich? Wir haben alle gesehen, dass ihr eure Klauen schon ausgestreckt habt. Hier. Das ergibt Sinn. Diese Kreaturen wollen Magie aus Equestria verbannen, weil Ponys sie besitzen und sie nicht. Ehrlich gesagt ist das Magie, wenn Silverstream und ich uns verwandeln. Und Jonas Freundschaft mit Freunden ist Magie, sagt Twilight. Und das dankt ihr ihr, indem ihr sie nach Tartarus schickt und währenddessen alles zerstört, was sie hier aufgebaut hat. Boah, ist das... Sogar Starlight haben sie in so ein Ding gesperrt. Ich sag mal kurz, Mischstück. Ja, doch. Werdet mit Eik aufgesaugt. Doch. Doch. Das ist gut. Sie haben sich gerade selbst geopfert, um ihre Freundin zu retten. Professorin Dash sagt immer, besser kann man seine Reue nicht zeigen. Sollten wir nicht versuchen, sie zu retten? Das haben sie sich selbst eingebrockt. Wir können nicht... Sind tun. Gleich befreit. Das erscheint mir weder großzügig noch freundlich. Ja, ja, die Elemente der Harmonie sind allen ungeheuer wichtig. Man kann sie eben nur nicht immer anwenden. Und da die Magie aus Equestria verschwindet, ist der Baum der Harmonie vielleicht gar nicht mehr so hilfreich. Oh, seid ihr da mal nicht sicher, du blöde Cozy Glow. Ja, das ist nämlich die Magie der Freundschaft. Ja. Hey, schnapp euch die Relikte. Ja. Hast du nicht gesagt, sie können die Schule zerstören? Wenn wir es nicht versuchen, verlieren wir die Magie für immer. Ja, da musst du das Richtige anfassen, oder? Ihr solltet lieber gehen. Wartet! Wo wollt ihr jetzt so schnell hin? Stopp! Ja.
Ja! Ja! Oh. Ich meine, yay, alle sind in Sicherheit! Du brauchst gar nicht mehr so tun. Schenken, Cozy Glow. Dein Brieffreund Tirek hat uns alles darüber erzählt, wie er dir geholfen hat, überall die Magie abzuzapfen. Aber ich kann deinen Grund noch nicht verstehen. Den Grund? Nun, weil Freundschaft Macht bedeutet. Du bist zwar die Prinzessin der Freundschaft, aber als Schulleiterin dieser Schule kann ich mehr Freundschaften sammeln als du. Du verstehst hier etwas nicht, Cozy. Nee. Freundschaft ist sehr mächtig, aber durch Macht bekommt man keine Freunde. Das habe ich dir nicht beigebracht. Aber wir haben viel gelernt. Niemand sollte sich wegen eines schlechten Apfels Vorwürfe machen. Wir hätten sie nie aufhalten können, wenn wir nicht so viel über Freundschaft gelernt ja, hätten. Ja, das stimmt. Treue, Großzügigkeit, bla bla bla. Ohne alles bekomme ich noch viel mehr Freunde. Und wenn ich das hier nicht kann, dann gelingt mir das eben woanders. Tja, das glaubst doch nur du. Oh, oh. Gut so. Wie gut, dass du wieder die Schule der Freundschaft leitest, Prinzessin. Oh. Inzwischen ist mir klar geworden, dass kein Pony besser für diesen Posten geeignet ist. Hoffe, er meint es ernst. Oh, guck mal. Was geht hier vor sich? Hi, Schulleiterin Twilight. Wir wollen nur für die Abschlussfeier proben. Die Abschlussfeier? Wir haben Equestria gerettet. Da sind wir wohl fertig. Equestria zu retten ist ja nett. Aber ich fürchte, es dauert länger als ein Semester, um wirklich alles über Freundschaft zu lernen. Seht ihr? Oh. Eure Schulleiterin hat recht. Ich dachte, Freundschaft wäre etwas, das nur Ponys miteinander teilen sollten. Aber ihr habt mir gezeigt, wie falsch ich da lag. Ich nehme an, es kann ein Leben lang dauern, wahre Freundschaft zu verstehen. Wenn das alles so leicht wäre, dann bräuchte man keine Schule. Wir haben sie so lange aufgehalten, wie wir konnten. Aber oh, die war da immer noch drin. Was ist passiert? Ist alles in Ordnung? Cozy Glow. Inzwischen hat sich alles zum Guten gewendet. Und was Cozy Glow betrifft, kann ich euch beruhigen. Dort, wo sie hingeht, wird sie keine weiteren Probleme mehr verursachen. Sie ist da auch in dieser Höhle. Natürlich ist es hier langweilig geworden, aber du hockst nicht im Käfig. Hey Nachbar, willst du mein Freund sein? Oh Gott. Das war's noch nicht. Also das war's noch nicht. Also ich bin sehr gespannt auf die 9. Staffel. Erstmal wow, was ein Finale, was für eine Doppelfolge. Ich habe jetzt hier nicht so viel gesagt wie in der ersten Folge, aber ich muss trotzdem sagen, starke Doppelfolge. Ich bin gespannt, wo ich sie hinschreibe. Ihr werdet dann am Montag erfahren. Ja, meine Top- und Flop-Liste. Von den Episoden her. Also, wow. Also, Sachen, womit man nicht gerechnet hat, sind passiert. Nicht gute Twilight. Also deswegen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt wirklich auf die 9. Staffel. Davor, ihr könnt mir hier auch nochmal schreiben, kommen diese Specials, die ich schon mal erwähnt habe, welche Reihenfolge muss ich gucken, schreibt das alles sehr, sehr gern in die Kommentare. Ja. Also wirklich ein spannendes Finale. Willst du mein Freund sein? Also eine fiese Cozy Glow. Wirklich eine fiese Cozy Glow. Ich bin sehr auf die 9. Staffel gespannt. Das war's noch nicht. Ich bin gespannt, was Cozy Glow jetzt mit Tyrek plant. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden jetzt nochmal sehr viel enger zusammenarbeiten werden, sagt mir mein Gefühl. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Meine Lieben, das war's mit dieser Folge.
Aktualisiert euer Episoden-Ranking. Wir teilen uns das dann gemeinsam am Montag mit, die Top und Flop 5. Und ja, und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und mir bleibt nur noch zu sagen, Anpfiff ab, Pfiff Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.